Jo, meine Freunde, was geht? Wir haben schon lange mehr Last Man Standing gemacht und deswegen machen wir das heute mal. Und ich freue mich echt extrem, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen oben da. Und wir gehen hier mal ins Game rein und gucken uns mal an, was uns die gute, nicht Alexa, sondern Siri, was uns die gute Siri aussuchen wird. So, jetzt hier mal. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 23. Die Antwort lautet 19. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es ist Mexico City, eine Traumstrecke zum Rauswerfen. Und jetzt, Siri, endlich, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Die Antwort lautet 7. Ja, scheiße, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Und jetzt noch eine Zahl zwischen 1 und 2. Ja, Pierre Gasly. Ist okay, Leute. Ist okay. Wir dürfen also mit Pierre Gasly in Mexiko ein Last Man Standing machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich auch privat, ehrlich gesagt. Fuck. Sorry, Leute. Habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich liebe es eigentlich. Es macht so viel Spaß. Wir nun in Mexiko. Aber ja, ich liebe die Strecke. Es ist echt perfekt rauszuwerfen. Wir haben immer unsere 6 Versuche oben rechts. Ihr seht es unter mir wahrscheinlich. Und wir starten hier los. Wir dürfen natürlich auch früh starten. Die Autos vom letzten Jahr sind aber auch irgendwie schnittig, muss man sagen. So, tschüss. Okay, so, das hat jetzt mal eher so semi-funktioniert. Ich meine... Okay, es hat okay funktioniert. Wir haben hier mal 2. Ja, es geht. Okay, ich glaube, wir benutzen den Respawn. Nein, scheiß drauf. Nein, doch, wir benutzen den Respawn. Es war sehr dumm, da reinzustechen. Aber das war ziemlich cool. Aber ja, zurück zur Musik. Alter, ich kann aber auch hier nicht bremsen. Das ist ja fast unmöglich. Ah ja. Halt die Motortemperatur im Auge. Ja, perfekt. Seitenkästen haben auch schon einen leichten Schaden. Das ist ja nicht so schlimm. Wir haben einen Respawn-Verbrauch von 6. Das ist auch okay. Und ich hoffe natürlich, wir verbrauchen hier nicht alle Respawns. Ja, sorry. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. So. Hier rein. Salah. Ich hoffe, wir brauchen hier nicht alle. Wir waren noch nicht Erster heute, fällt mir gerade auf. Aber das wird sich heute noch ändern. Gerade im Stadion, da werden wir echt fett Plätze gut machen. Wir könnten nochmal, falls ihr Bock drauf habt, probieren, einen Fahrer wie Mazepin. Oh, schade, so knapp verpasst. Alter, Alter, Alter. Huch. Mein Teamkollege, der darf noch liegen. Weil ich jetzt mich mal jetzt auf den ersten Platz konzentrieren. Und jetzt geht es hier mal, ja, platzmäßig ganz weit nach vorne. Die Top 3 haben wir schon mal, die Top 4 haben wir schon mal erreicht. Und auch in der Spitzengruppe sind wir hier dran. So, ab in die Box. Nur antäuschen und ja. Die werden wir auf der Geraden trotzdem die Hose ausziehen. Da liegt ein Reifen. Okay. Aber trotzdem, die werden wir den Reifen, die Reifen ausziehen. Ja, den Reifen werden sie mir vielleicht auch. Was mit dem Heckflügel passiert? Lol, hat es hier geregnet oder so? Zack! Fast da. Nur den Wing verloren. Nur den Wing verloren. Das ist natürlich jetzt. Och! Da fliegen die Fetzen. So, und jetzt probieren wir hier mal was. Du gehst rüber. Mann! Hamilton, mach's mir nicht so schwer. Ja, ich hab's gemerkt. 4 Leute, das ist nicht gut. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Alter, wie cool. Ist mir noch nie aufgefallen, dass der Gacha da so draufklickt. Perez, hey, nur bist dein Heimrennen ist, heißt nicht. So. Alter, ich hoffe, das überleben meine Seitenkästen. Okay, Alonso. Muss ich sagen, du bist ein Schlingel. Aber ich bin besser. So, zack, zack. Alter, Alter, Alter. Alonso. Mach's mir nicht so schwierig, bitte. Wir haben uns hier verhakt. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, ist okay. Passt schon. Ja, ist okay, passt dann und so. Der Ocon zieht jetzt hier davon. Aber ist mir auch egal, ehrlich gesagt, der soll jetzt mal hier davon ziehen. Den bekommen wir jetzt, glaube ich, sowieso nicht mehr, oder? Doch, das geht sich auch aus.
Ich weiß nicht genau, was Alonso's Mission jetzt hier war, warum er uns hier so weggekickt hat. Das weiß ich nicht. Wir haben nur einen Fahrer in dieser Runde eliminiert. Und das hier in einer 4-Minuten-Runde schon. Das ist echt Mord. Oh, schaffen wir ihn? Nein, das geht so nicht aus. Ah, doch, das wäre sowas. So. Alter, warum ist die... Nein, ich benutze jetzt den Respawn. Das ist der zweite jetzt von 6, aber... Warum ist die KI so gewieft? Hab ich das schon so oft gemacht? Alter, wir haben noch kein... Wow. Das ist schon abstellen. Oh nein. Man ist da hinten drauf gleich sind wir sowas wie von Dead. In Ordnung? No. Nice. Boah, mein Gott. Voll hinten drauf geklatscht, aber er lebt noch. Alter, da fliegen ja fast die Teile runter. Ich bin gespannt, ob die Seitengeister mehr fliegen lernen. Ja, genau, neben der Strecke. Er hat mich hier... Fahr zurück und töte die anderen. Und das war sehr dumm. Das ist der dritte Respawn, Leute. Ich bin so aus der Übung. Das ist nicht mehr normal. Fuck, Mann. Ja, das war ein bisschen zu voreilig hier reingestochen. Gegen Carlos Sainz Junior. Ja, Rick ist auch draußen, Ricardo. Das war seine Schuld, Mann. Das war seine Schuld. Wir gucken uns das natürlich aus seiner Perspektive an. Guckt euch das an, er hat mir den... Oh, beide, okay. Ja, trotzdem, ich habe 3 verbraucht bis jetzt. Bist du deppert? Ich konnte nicht mehr lenken. Zählt das jetzt für mich? Ich würde es auch immer noch bei den 3 belassen. Alter, gerade so... Ah, oh, okay. Das war natürlich jetzt... Oh, geht gar nicht mehr. Ah, egal, den holen wir nicht. So, probieren wir es hier nochmal. Boah, der ist abgebogen, aber nichts verloren. Er ist selbst gegen die Mauer gefahren, aber hat nichts gekostet. Mann, das wäre zu nice gewesen, wenn ich jetzt hier es geschafft hätte, dass ich es selbst tötet. Boah, das ist hier echt... Zack, aber das hat jetzt nichts gebracht. Also hat jetzt auch hier nichts gebracht. Mann, das gibt es doch nicht. Warum ist denn der Alpha Tauri so... warum sind die anderen... Kimi fährt in die Box, Mazepin führt gleich das Rennen an. Jetzt bremst der Fahrer! Mann, Mazepin! Spinnst du gleich! Du Idiot, Mann! Bleib stehen! Bleib so stehen! Nein, okay. Mick hat's entdeckt. Mick hat, ist das überhaupt Mick? Ja, ist das Mick? Nein, das ist Geminazzi. Mann, fick dich, Geminazzi! Fick dich, du kleiner... Nein. Okay, 4 von 6. Und wir haben noch immer noch 13 Fahrer zu eliminieren. Er ist einfach ins Gras abgebogen. Aber nichts passiert sonst. Also. Ich habe hier. Leute, nur mal so zur Info. Ich. Nur mal so zur Info. Ich habe auf Simulation eingestellt. Also, der Schaden ist auf Simulation, Mann. Sala, wir haben noch 2 Respawns übrig und auch immerhin noch 13, also 12 Gegner. Das vor. Okay, 12, 11 Gegner. Trotzdem wird es echt hardcore. Hamilton hat die schnellste Rennrunde. GG, Bro. GG. Hier kommt jetzt wieder ein Bekannter. Die 2 Teamkollegen, die 9. Ich glaube, der ist aber. Das ist aber jetzt schon eine Verarsche, oder? Russell stellt doch ab, oder? Du kannst mir nicht erzählen, dass der Mann noch lebt. Hamilton. He's breaktesting me. Baku 2019? 17? Das war Dirty Racing, mein Freund. Also, in dem Rennen bekommt Dirty Racer eine ganz neue Bedeutung, auf jeden Fall. Oh, wie hundert die Kuh das war. Hamilton ist vorbeigefahren und Verstappen hinten drauf. Er hat einfach Verstappen so hops genommen. So. Gut, danke. Immerhin muss ich nicht meinen Respawn hergeben. Mann, das ist schon wieder so mühsam.
Ja, gut. Zwei Respawns sind noch übrig. So, Hamilton. Verstappen ist wieder du. Ach, du Scheiße, warum der geht denn her? Du hast eine Position verloren. Bleib okay, ja, nun ist er abgestellt. Man kann doch durch das nicht sterben, oder? Und man kann natürlich jetzt mal ein bisschen es ausreizen. Oh, der ist dadurch gestorben! Gestorben! Ja? Ja? Das war gut. Verstappen leider in der Box. Das ist nicht so gut. Aber Charles Leclerc ist draußen. Wir haben noch 8 Gegner vor uns. Und jetzt Break-Testen wir hier. Niki Latifi. Wir Break-Testen einfach nicht Niki Latifi. Er will nicht gebreaktestet werden. Ja, das ist blöd, weil wenn ich Idiot zu früh bremse... Ah, das wird... Nein. We got the puncher. Left. Left back. Scheiße. Egal. Dann kann ich mir hier den Respawn. Einer ist... Das war sehr smooth. Das war sehr, sehr smooth. Keiner ist mit drauf gewandt. Das ist nicht okay. Das ist nicht so... Ja, Carlos. Carlos ist jetzt Carlos. Okay, Leute, es leben nur noch... Ja, Carlos Sainz ist jetzt auch draußen. Nur noch 6 Gegner. Yuki, er versteht eigentlich normalerweise schon ein bisschen Spaß. Mann, Yuki! Mach doch jetzt nicht so einen, bitte! Alter, der drückt uns hier voll gegen die Mauer. So, die nächsten zwei. Hier haben wir ein Duo im Fight. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann. Bist du Depper? Giovinazzi im Vorbeifahren-Knick. Erinnert mich so an die Szene Ungarn, wie Mazepin in die Box wollte. Und ich glaube, Kimi hat ihn einfach den Reifen so weggeknickt. Guck dich das jetzt mal an, vorne rechts. Guck dich das an. Ich leg einmal so kurz rüber, jetzt lenke ich wieder zurück, zack, hier jetzt mal Dings. Und hier beim Zurück, beim Wegdrehen hat er einfach den Reifen abge... Es war das? Nein, das war Giovinazzi. War nicht wieder Kimi, ich dachte mir schon. Gut, hier respawnen wir. War schon unter die Kuh. Also war schon ziemlich lustig, muss man sagen. Wir haben natürlich noch einen Respawn übrig. Oh, bist du deppert? Welche Pace hat der Verstappen denn hier schon drauf? Lebt er noch? Oh! Erinnert mich ein bisschen an. Ja, okay. Ich kann jetzt nicht zu jeder Story eine Erinnerung machen, aber das da hatte hier, wurde glaube ich mal Hülkenberg weggedreht in der Kurve und das war eine lächerliche Strafe, wie den der ihn weggedreht hat. Aber trotzdem war das auch ziemlich lustig. So. Okay, Leute. Ach du Scheiße. Also, da hat er gar kein Handling mehr. Tschüss. Zwei Leute remaining. Null Leben. Boah, das wird schwer. Das wird verdammt schwer. Ja, auch draußen? Nein. Georgie Boy ist ein harter Junge. Er fährt weiter, glaube ich. Ha! Georgie Boy ist wirklich ein harter Junge. Kein Wing mehr drauf, aber er fährt einfach weiter. Alter, alter, alter. George Russell. Du hast schon wieder Kröten aus Stahl. Das... What the fuck, Mann? George, warum fährst du weiter? Was ist los, junge Mann? Jetzt ist weg. Jetzt sind die ganzen Lenkstangen geflogen. Und ja, ich wollte mir zwar was Spezielles ausdenken für den letzten, aber ich hoffe nur, dass wir ihn schaffen, ohne dass er mich schafft. Roastet er mich oder roaste ich ihn? Leute, das ist jetzt die finale Frage. Okay, das hat ihn schon mal nichts angetan. Aber ja. Ja, jetzt hier mal... Nein, das geht wieder nicht. Scheiße. Leute, wir haben schon 7 Runden gebraucht. Hier geht es meistens gut. Zack, Flügel ist jetzt mir mal weg. Oder? Ja, das ist weg. So. Gut, das geht hier wieder nicht. Es ist zu schlimm. Komm. Boah, wir haben es geschafft, Leute. Wir werden jetzt beenden, weil ich kein Leben mehr habe. Beenden hier jetzt an dieser Stelle beenden Session und gucken uns mal an, wer gewonnen hat. Hier gehen wir jetzt mal betröppelt in die Box zurück. Aber
Tata, es gibt eine Überraschung. AlphaTauri hat gewonnen. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Und lasst doch unbedingt gerne einen Daumen da. Schaut unbedingt wie gern. Wie gesagt, falls ihr Formel 1 Fan seid, auf its_tobi vorbei. Links überall in der Bier. Und vor allem auch, schaut euch gerne auf Instagram vorbei. Abonniert hier gerne den Channel kostenlos. Links alle unten. Ciao.